Liebe Wölfe, ich freue mich sehr. Elvis Rexbücher ist bei uns. Elvis, du hast deinen Vertrag verlängert. Was, erzähl uns, was machst du mit deinem ersten Gehalt? Nichts Besonderes. Keine Ahnung, mal schauen. Ich habe meinen Schwestern jetzt ein neues Handy gekauft. Und jetzt wollen wir auf jeden Fall eine neue Wohnung oder ein Haus suchen. Die Wohnung ist ein bisschen klein geworden. Mal schauen. Ja, schöne Plan auf jeden Fall. Bis 23 hast du verlängert. Was sind so deine Ziele? Deinen ersten Bundesliga-Einsatz hast du bei uns erlebt. Dein erstes Tor hast du bei uns gemacht. Was sind so deine Ziele, die du dir für die Zukunft so setzt? Also auf jeden Fall jetzt erstmal Europa. Ich hoffe, wir schaffen es. Mit 21 Jahren Europa zu spielen, ist, glaube ich, ein geiles Gefühl mit 21 Jahren. Und das versuche ich jetzt in den nächsten Jahren umzusetzen hier mit dem VfL. Erzähl uns so ein bisschen, Trainerwechsel steht an. Wenn du auf die kommende Saison schon blickst, was sind so deine nächsten Stufen, die du so Step by Step erreichen magst, für dich persönlich in deiner Entwicklung? Auf jeden Fall irgendwann mal Stammspieler werden. Also jeder will spielen, ich möchte auch spielen. Und das Ziel habe ich mir gesetzt, in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch ein gestandener Bundesligaspieler zu werden und auch hier beim VfL durchzustarten. Du hast schon gesagt, Europa, das wäre natürlich der Traum von uns allen, jetzt in den letzten zwei Spielen möglichst 6 Punkte zu holen. VfB Stuttgart, es geht nach Stuttgart ins Schwabenland. Was denkst du über das Spiel und den Gegner? Ich glaube, den Gegner dürfen wir nicht unterschätzen. Heim sind sie immer stark, jetzt auswärts haben sie einen Dämpfer bekommen, aber ich glaube, bei denen geht es nur noch um alles. Aber wenn wir das durchziehen, was wir bisher auch durchgezogen haben, dann denke ich, holen wir die 3 Punkte auch dort. Auf uns geblickt, wie läuft die Trainingswoche bislang? Spaßig. Wir haben heute nur einmal trainiert. Macht auf jeden Fall Spaß mit den Jungs. Das Selbstvertrauen ist zurück in dieser Saison. Und ich glaube, die nächsten Tage werden auch spaßig. Und dann gehen wir mit voller Energie ins Spiel in Stuttgart. Ich danke dir. Danke.